will mich ungern beschweren, aber die Landung in Rijeka war doch sehr abenteuerlich. Wir hatten sehr, sehr starke Turbulenzen, weil es zu der Zeit der Landung so eine kleine Sturmwarnung oder sowas gab. Und hier war es jetzt gerade ganz ruhig, aber es gab auch Zeiten wie zum Beispiel hier, wo die Turbulenzen sehr, sehr stark geworden sind, dass das Flugzeug wirklich von der einen Seite zur anderen ruckartig abgesackt ist. Also es war wirklich eine sehr, sehr schlimme Erfahrung für uns beide. Wir haben uns beide angeschaut und dachten, jetzt ist es vorbei. Und ja, deswegen waren wir natürlich umso erleichterter, als dieses Flugzeug tatsächlich festen Boden unter den Rädern hatte. Nichtsdestotrotz hat es eine kurze Zeit gedauert, bis die Übelkeit wieder nachgelassen hat. Und uns wurde später von der Dame der Autovermietung gesagt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die aus dem Flieger aussteigen und wortwörtlich den Boden küssen, weil sie so dankbar dafür sind, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und ich muss sagen, nach dieser Landung kann ich das absolut verstehen, dass man sowas macht. Ich glaube, wir werden hier wunderschöne 10 Tage verbringen. Ja, und wir nehmen euch ein bisschen mit, zeigen euch so ein bisschen, was wir hier alles besichtigen, genießen einfach die Zeit. Unser Hauptziel ist hier einfach Zeit genießen, eine gute Zeit haben, ein bisschen entspannen, dem Alltag entkommen. Ja, und ich denke, das können wir hier sehr gut. Lukas ist gerade da. Wir haben uns auf den Weg nach Rabatz gemacht, in Istrien. Ein wunderschönes kleines Städtchen direkt am Meer. Rabatz ist eine absolute Empfehlung und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit den Bildern. Hallo! Wo sind wir? Rabatsch! Ich hab immer wieder meine Finger in der Kamera. Ist sie nicht wunderhübsch, diese Frau? Sie ist wunderhübsch. Schreibt mal in die Kommentare, wie hübsch diese Frau ist. Sie ist wunderhübsch.
Lecker. Wenn du im Wasser landest, wäre guter Content. Yeah, all the things that we